Hallo und herzlich willkommen zurück zu hier Direwolf 20 1:17. Wir können unseren Ring bauen. Lalalala. Ring of Magma Progression. So, den packen wir in unsere Bobble. Unseren Slot, der Bobble. Bobbeli Bobbeli. So. Equips the Ring Slot bla bla bla. Gut. Jetzt passiert sowas hier. Warte mal. Hui! Muss ich doch gleich husten. Puh, Brust. So. Das hätten wir jetzt können ganz in Ruhe unsere Dameblooms hier des Mana Pool Dings hier füllen. Bis das Ding voll ist, braucht sicherlich eine ganze Weile. Weil das hält nämlich einiges mehr als dieses Anfangsdings, das wir da hatten. Genau, deswegen konnte ich auch kein Mana-Stil machen, weil nämlich nicht genug Mana in diesem Pool drin war für ein einziges Mana-Stil. Ha, siehst du, ich bin hier clever kombiniert, Watson und so. Ja, gut. Und das hätten wir, jetzt können wir das wegpacken, das auch, zack. Und, es wird Nacht, wir müssen uns hinlegen und jetzt müssen wir gleich in den Nether und uns eine Enderperle, eine Gasträne schnappen und Kobalt und Ardeit sammeln. Und dafür muss ich aber erstmal aufräumen, denn ich will wirklich so wenig wie möglich mitnehmen, weil ich will kleines risky Business hier durchführen quasi. So, warte mal. Das kommt hier hin, das auch. Das sind Schacht. Und Kohle. Dann einmal Eisen. Ich brauche meine Spitzhacke. Also, ich brauche die Spitzhacke. Die Axt nehme ich mit zur Verteidigung. Schaufel nehme ich mit, weil man es immer gebrauchen kann. Das und das und das, das bleibt hier. Bronzerüstung. Okay, oh, was zu essen. Habe ich da was zu essen? Außer die blöden Dingsies hier? Ja, 6 Steaks, gut. Nehmen wir erstmal die. Für die Gesundheit. Steaks und dann ab in den... Oh, Halbnässer, genau. Damit es nicht... Nein. Ping, ping. Und ausgepinkelt. Okay. So, Nether Attack, Nether Action. In der Hoffnung, hey, dass wir was finden. Habe ich schon eine Firebat gekillt? Ich meine, ja. Das wäre perfekt, weil die Firebat natürlich nicht angeflamed wird. Aber nee, die ist explodiert. Die habe ich nicht getötet. Schade. Weil die wäre noch gut. Jetzt erstes Achievement. Naja. Also, guck mal kurz, was wir denn alles haben. Eine normale Bat. Okay. Dann werden wir die wohl nehmen müssen. Schön vorsichtig, sneaky wiki hier durch. In der Hoffnung, guten Stuff zu finden. Ich habe es markiert, das Portal, ne? Ja, habe ich. Gut. So, Nether, das gleiche Problem wie in der normalen Welt. Was ist das? Ist das Ardeit? Bist du Ardeit? Du bist Ardide. Dich will ich. Und jetzt ist auch gar nicht schlimm, dass ich, wenn es runterfällt, weil es wird nämlich angezogen, weil wir einen Magnetring haben. Yay. Hutschu. Ganz genau so schaut's aus. Okay, das heißt, wir brauchen sogar nur noch... Ah, obwohl, die stimmt gar nicht, wir brauchen zwei. Weil ich glaube, einen Kobalt und einen Adai zusammen nur ein einziges Menylium ergeben. Was natürlich ziemlich ärgerlich ist, aber Adai sieht man echt schlecht, muss man sagen. Es ist so bräunlich-rötlich, halt wie Netherrack. Da ist noch eins, oder? Nee, das ist Quarz, schade. Ich kann gerne mal an Decken gucken und... Kann man dieses Ding hier updaten? Gibt es irgendwie? Hallo? Aha. Gut, weil das ist irgendwie merkwürdig. So, genau in die Wand gucken. Ist echt ein bisschen knifflig. Oh, ein kleiner Imp. War jetzt schon wieder Tag über, das heißt, ich sehe wieder... Oh Gott, hat's nur... Ah! Sehr gut. Immerhin haben wir den Gas gefunden. Auf Land sogar. Ah, mehr oder weniger Land. Komm her! Nein, nicht lecken, nicht lecken, nicht lecken, nicht! Oh, nicht so krass lecken, bitte! Oh, scheiße, ey! Das ist doch bescheuert. Nein, 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 nein! Was soll das? Das kann doch nicht sein! Misty. Hab ich die Träne gekriegt? Träne, Träne, Träne?
Ja, ich habe eine Träne. Läuft bei mir. Habe ich es gerade gesagt? Netherrack, das ist Kobalt. Ganz genau, zwei Kobalt. So, fehlt noch ein Adite und ich habe noch einen zweiten Gast, das ist gut. Wenn wir noch eine zweite Gasträne kriegen sollten, wäre das echt super. Sieht man schon auf der Karte? Nee, ne? Schade. Ja, ja. Oh, aber er kann schon auch nicht schießen. Glaube ich. Wo ist er denn? Muss doch hier irgendwo sein, oder? Da sind Bienen. Oh Gott. Bist du? Zeige dich und hör auf zu legen. Ja, wo ist er denn? Ich glaube hier irgendwo. Diese Richtung. Immer so schwer zu orten. Oh. Hallo? Gast? Oh, was ist das? Seriously? Heliumplant. Lol. Nix an der Decke. Gut. Warum auch nicht? Da! Ha! Direkt mit Achievement. Muhaha! Sehr geil. Zwei Gastheals. Perfecto, baby. So, wir brauchen noch ein Adult und dann... Wow, noch einer. Wow, ganz ruhig. Ha. Jetzt sind wir so richtig gut dabei. Ja, ja. Noch ein Gast. Was ist denn mit den Gast heute los? Es sind noch so viele. Komm schon, ein Adult noch. Ist da? Ne, es sind Pflanzen. Oh, es ist echt schwierig, die auszumachen, ey. Puh. Ich spiele zwar schon wieder bei Tag, aber diesmal ist es wenigstens ziemlich bedeckt draußen halt. War da was? Ne, das war Glowstone. Ach ja. Da ist noch Kobalt. Wow, jetzt können wir Kobalt irgendwie totschlagen, aber... Adite noch nicht. Hallo. Spiel, fang dich. Ist ja schlimm, echt. Und jetzt kann man nichts mehr verlieren. Das ist super. Der Magnetring ist toll. Hier unten noch irgendwo. Schwieriges Unterfangen. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So. Wir könnten auch ein bisschen Quarz mitnehmen. Rein theopraktisch. Das ist alles Dingens. Das ist nochmal Heliumpflanzen. Sind da Bienen drin? Das ist Adite. Oh Gott, da muss ich hin. Keine Bienen? Ich glaube nicht. Okay. Ziel erreicht. Glaube ich. Muss einmal kurz hier uns in die Ecke verziehen und kurz gucken. Safari-Ball. Nee, reusable, please. Vier Enderperlen und eine Gasträne. Gut. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch Enderperlen. Das sollten wir aber hinkriegen. Da ist ein Wisp. So. Ja, ja. Lass mich bloß in Ruhe, blöden Spinnen. Ich gehe nach Hause und freue mich, dass ich so viel Zeit gefunden habe und so viel Gastränen. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. So. Groß werden. Gut, dass jetzt nichts gefolgt ist. So, hier sollte nicht viel passiert sein, weil ja leider das hier nicht geschankloadet ist. Was wir noch hinkriegen werden, aber nicht jetzt. Lasst mich hier durch. Hallo, dankeschön. So, was macht die Zeit? Wir haben noch Zeit. Sehr gut. Dann tun wir das mal zack so. Dann zack, zack, so.
drei Gastiers und Heliumplants. Das ist schon irgendwie witzig. Die wachsen aus einer Decke. Gut. Sehr schön. Das kann weg. Einmal hier. Und unser Zeug zurück. Schöne Hammer. So, jo. Wunderbar, jetzt müssen wir ändern, Männer verhauen gehen. Ich glaube, ich brauche ein Schwert. Ein ordentliches, kleines, starkes Schwert mit Loot drauf am besten. Oh Gott, wie viel Lapis-Lazuli haben wir? Jetzt nicht so viel. Das können wir auch zu Blöcken verarbeiten direkt. Weil die Spitzhacke, glaube ich, erstmal wichtiger wäre als das Schwert. Oder? Ich kann mich nicht entscheiden. Das ist schlimm immer. Aber ich glaube, Blut, damit kommen wir erstmal weiter als mit einer Dingensspitzhacke, oder? Ja. Ja, ich denke schon. Mach mal Loot aufs Schwert. So, fragt sich, was für eins? Gucken wir mal, was haben wir denn zur Auswahl? Ja, ganz viel. Ein normales, ein Longsword. Oder ein, Damage Low. Wie wär's mit High Damage? Aber das ist nur das Cleaver. Aber das ist ja gleich so teuer. Das ist immer nicht so schön. Charge Boost nach vorne Long Gun. Das ist ganz gut. Ich glaube, ich nehme einen Long Sword. Oder? Ja, doch. Das klingt ganz gut. So, wie viel Manylium haben wir? 4. Das heißt, wir kriegen ein Schwert und eine Spitzhacke. Prima. So, jetzt brauche ich noch, wenn ich das haben will, will ich es wirklich haben, glaube ich, nehme ein normales Brawl Sword. Ja, ich glaube, ja, oder? Ich weiß nicht, was macht mit dem mehr Schaden? Warte mal, können wir nicht erstmal testen? Mit Cobblestone? Habe ich noch Cobblestone drin? Ich bin mir nicht sicher. Gucken wir mal, ich brauche sowieso noch, habe ich noch? Ja, habe ich noch. Ein Schwertdings, das ist ja bei beiden gleich. Und mehr davon, gut. Jetzt fängt es hier auch noch im Haus an, ich kriege einen Anfall. Holz. So. Ach ja, kann man wieder so viel daraus, das ganz vergessen. Egal, jetzt haben wir eine ganze Masse an Perans. So, ich brauche einmal das und einmal das. Dann testen wir, wo am meisten rauskommt. Wahrscheinlich wird es sich nicht viel tun. So. Schwertblät. Und ein Stone-Stick-Dings. Wir haben einen normalen Stick. Geht auch. Wir werden ja sehen. Also. Broadsword. Und so. 3 Herzen. Stonebound. Oder auch 3 Herzen. Okay, also würde ich sagen, nehmen wir das Longsword. Longsword. Oh Gott, wir brauchen erstmal neue Patterns dafür. Hab ich noch. Alles hier drüben. Es waren 3. Aluminium und ein Kupfer, ne? Irgendwie so. Nein. Da war ich schon richtig. Kupfer. Das ist auch unten, das Schelterchen. Ja, ne? So. Zack, zack. Dann brauchen wir also das Ding. Und habe ich nicht eine Müllkiste? Ja, habe ich. Müll. Okay. Ah, da können wir auch schon mal. Wo sind sie denn hier? Spitzhacke. Binding und den Griff. Machen, die sind noch unten, ne? Menilium. So.
Clap und so. Oh, da ist es fertig geschmolzen, wie ich sehe. Menylium. Das und das. Okay. Dann Brass nach unten. Und das. Wunderbar. Das kommt Müll. Das auch. So. Wenn wir keinen echten Müll haben, gibt es halt eine Müllkiste. So, Manylium. Zack. Und eine Rot. Und ein Dingsbinding. Sehr gut. Dann können die wieder weg. Allesamt. Der Rest ist bladibladi. Gut, und gib ihm. Sehr schön. So, zack, zack. Das ist Müll. Nein. Komm da wieder raus, danke. Okay. Zack, und hiervon, und zack. 8 Attack, 4,5 Herzen, 3000 Durchhaltevermögen, das ist schon schön. Und die Spitzhacke, zack, zack. Haben wir hier, Mining Speed 9, 3000. Es ist wunderbar. So, dann können wir das jetzt erstmal unter andere Tools tun. Schwupp. So, dann machen wir das alles nicht mehr. Dann packen wir mal aufs Schwert, haben wir gesagt, ne? Ja. So, das gibt fein Looting. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt mal schön außerhalb der Folge und ich würde sagen, nehmt euch ein Abo und bis zum nächsten Mal.